verdammt! Was denn? Hallo, hier Pauli von Stugrafo aus Frankfurt, dem Fotostudio. Im letzten Clip habe ich euch gesagt, was Fotografie bedeutet, zeichnen mit Licht und mit dieser Taschenlampe Lichtspuren erzeugt. Heute geht es darum, dass wir Glasfaserlampen in den 70er, 80er Jahren zur Verfügung hatten. Die sahen aus wie so eine Kugel und die einzelnen Punkte, die leuchteten. Und wenn man die zusammengebündelt hat, dann konnte man daraus ganz merkwürdige Strukturen erstellen, die aussagen wie Galaxien. Hier im Anschluss seht ihr, was da alles draus geworden ist und wie fantastisch diese Bilder aussehen. Die wurden damals auf analogem Filmmaterial, Diamaterial, Mittelformat erstellt. Nur zur technischen Information. Und jetzt viel Spaß dabei.